Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Elizabeth? Oh, das wird nicht lange dauern. Bitte. Töte das Schwein! Von wegen! Ich krieg die Stiefel! Öffne! Geht klar! Moment mal!
Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Hier ist etwas Geld. Vielen Dank. Blitze und Funken in Flaschen. Zeus sieht es voll. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Du musst ein Schloss knacken. Einer muss Schmiere stehen. So. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Eine Dame mit Sanfels Gärtel! Das gefällt mir! Sehen wir uns unten um. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Ich mach dich den Kopf kürzer! Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Mehr Geld!
Gut so. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Das könnte es sein. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Auf ihn!
Also. Nicht sterben, Booker. Mehr Geld. Hier. Kannst du das knacken? Sieht einfach aus. So. Etwas Geld. Interessant. Hey, da, ein Lockpick.
Wir müssen zu Comstock House, Booker. Gehen wir wieder raus. Hast du das geknackt? Das dürfte schnell gehen. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so Ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Die Chiffre ist. Kannst du das knacken? Das kriege ich hin. Bitte.
zu. Elizabeth? Mal sehen. Bitte sehr. Ich fühle mich schon besser. Ein Lockpick gefunden. Ich habe Geld gefunden. Okay.
Versperrt. Sieht einfach aus. Geschafft. Labor der Lutesses. Alles verlassen. Sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit.
Kannst du das öffnen? Ach, das wird nicht lange dauern. Fertig. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. And release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap.
hier ist ein Schloss. Mal sehen. So. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation, aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Schloss aufzuknacken? Hier, gut aufheben. Ein Monikum. Wunderformel, urzeitliche Mysterie. Du gehst nirgendwo hin. Na dann. Schon dabei. Der Kugel in dein Herz!
Elizabeth. Echt? Dieses olle Schloss? Bitteschön. Besten Wein, James. Hier drüben. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann.
Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Sieht kinderleicht aus. Bitte sehr. Fürchte dich nicht vor der Flamme!